Körpersprache und Behinderung. Körpersprache, Gesichtsausdrücke, bestimmte Bewegungen und andere nonverbale Signale sind ein wichtiger Bestandteil von Kommunikation. Natürlich ist Körpersprache, genau wie alles andere in unserer Gesellschaft, normiert. Es wird vorausgesetzt, dass alle Menschen die sogenannte normale Körpersprache beherrschen oder zumindest erlernen können, dass es sogenannte angemessene Gesichtsausdrücke gibt und dass nonverbale Kommunikation für alle Menschen gleich funktioniert. Das schadet natürlich besonders behinderten Menschen und neurodivergenten Menschen. In Schule und auch im Studium wird oft versucht, Menschen sogenannte Präsentationstechniken beizubringen, bei denen auch ein Ziel ist, unsere Körpersprache zu normieren und an vorherrschende Standards anzupassen. Das ist in sich auch behindertenfeindlich, weil viele von uns eben viel größere Schwierigkeiten haben werden, diese Körpersprache zu erlernen als andere. Augenkontakt ist besonders in Bezug auf Autismus immer wieder ein Thema. Das merkt ihr vielleicht auch bei mir. Ich schaue ungern in die Kamera, weil es mich sehr anstrengt, wenn ich an eine bestimmte Stelle schauen muss. Das lenkt mich ab und ich vergesse dann öfter, was ich sagen will. Und diese Gesprächspausen und dieses Stocken wird dann natürlich viel stärker, als es jetzt schon ist. Dieses Video mache ich bewusst so, dass ich mehr von meiner natürlichen Körpersprache zeige und ich werde auch diesmal dieses Stocken und die Gesprächspausen nicht rausschneiden, weil ich zeigen will, wie meine Körpersprache funktioniert. Das hier ist übrigens Minka. Die möchte auch auf dem Video sein. Die neurotypische Voraussetzung ist, dass es eine Art von Augenkontakt gibt, die irgendwie angemessen oder normal sein soll. Ich persönlich finde Augenkontakt irritierend und ablenkend. Weil ich mich immer wieder dazu zwingen muss, diese bestimmte Fokussierung vorzunehmen und durch die Konzentration auf diese eine Tätigkeit geraten alle anderen Gedanken stark in den Hintergrund. Viele Menschen, die sich leicht ablenken lassen, schauen natürlich oft in der Gegend herum, weil sie eben interessante Dinge sehen. Das kann auch zu kompletter Ablenkung vom Gespräch führen und das kann dazu führen, dass wir komplett vergessen, dass wir gerade an einem Gespräch teilnehmen. Und das ist auch etwas, was eben normalisiert werden sollte. Nicht alle Menschen können sich konstant und konsequent auf ein Gespräch konzentrieren.
die neurotypische Voraussetzung ist, dass Freude durch Lächeln oder Lachen ausgedrückt wird, Wut durch einen wütenden Gesichtsausdruck, Traurigkeit durch einen traurigen Gesichtsausdruck oder Tränen und so weiter. Aber nicht alle Menschen benutzen Gesichtsausdrücke, dazu komme ich später nochmal, sondern viele Menschen drücken auch Emotionen durch andere Körpersprache aus. Viele Menschen stimmen auch sehr viel, auch während sie sprechen. Und viele Menschen benutzen Stimms auch als eine Art von Kommunikation. Sensorische Bedürfnisse können die Körpersprache genauso beeinflussen wie körperliche Behinderungen. Viele behinderten Menschen haben Lähmungen oder Krämpfe oder Schmerzen, die die Körpersprache natürlich beeinflussen können. Manche Menschen haben auch kein gutes Verständnis von Gesichtsausdrücken oder es fällt ihnen schwer, Gesichtsausdrücke anzuwenden oder zu lesen. Ich persönlich mache einige Gesichtsausdrücke, aber nur, wenn ich mich darauf konzentriere. Wenn ich das nicht tue, ist mein Gesicht eben so relativ neutral, wie es in diesem Video die meiste Zeit ist. Es gibt einige Gesichtsausdrücke, die ich relativ intuitiv mache, aber das sind eher wenige. Und genauso fällt es mir schwer, Gesichtsausdrücke zu verstehen. Ich verstehe einige, aber nur wenn sie sehr deutlich sind und auch nur im Kontext. Regeln von Gesprächen, Gesprächspausen, der Wechsel von Sprechrollen im Gespräch fallen mir oft schwer. In 1:1 Gesprächen geht das. In größeren Gruppen bin ich da oft überfordert. Dabei sind diese besonderen Regeln von Körpersprache, Gesichtsausdrücken und anderer nonverbaler Kommunikation nicht einfach Defizite, sondern vielmehr eine andere Art, diese Dinge umzusetzen. Ich kann Gespräche mit Leuten, die keinen Augenkontakt machen, viel leichter führen als mit Leuten, die Augenkontakt erwarten. Ich verstehe autistische Körpersprache besser als neurotypische Körpersprache und mit anderen neurodivergenten Menschen fallen mir Gespräche sehr viel leichter als mit neurotypischen Menschen. Diese andere Kommunikationsweise führt natürlich dazu, dass wir oft missverstanden werden, dass wir als unangemessen, unfreundlich, kalt, abweisend, wütend oder anders negativ wahrgenommen werden. Daher will ich euch bitten, in Bezug auf
eure Erwartungen zu Körpersprache, Augenkontakt, Gesichtsausdrücken, Gesprächsregeln und anderer nonverbaler und verbaler Kommunikation offener zu sein, eure Erwartungen zu hinterfragen und auch zu akzeptieren, wenn manche Leute es einfach anders machen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand unbegründet, unfreundlich, vorlaut, störend oder abweisend ist, kann es oft sehr hilfreich sein, einfach nachzufragen, anstatt davon auszugehen, dass ihr die Körpersprache der Person richtig interpretiert habt. Wenn die Art einer anderen Person euch irritiert, ist es oft ratsam, mal zu prüfen, ob das möglicherweise daran liegen könnte, dass sie einen anderen Neurotyp hat als ihr. Also, dass eure Arten von Kommunikation einfach anders funktionieren. Davon auszugehen, dass die Körpersprache und die nonverbalen Signale einer Person mehr kommunizieren als ihre Wörter, ist für neurodivergente Menschen oft sehr schädlich, weil das zu diesen Fehlannahmen und Missverständnissen führt. Das ist oft unkritisch, aber es kann auch in sehr wichtigen Situationen passieren, zum Beispiel in Arztpraxen, auch in der Notaufnahme, bei Bewerbungsgesprächen, bei Präsentationen und so weiter. Die Abwesenheit von Körpersprache oder nonverbaler Kommunikation heißt nicht, dass Menschen nicht emotional anwesend sind. Und das gilt auch für Leute, die nicht in der Lage sind, verbale Kommunikation zu führen. Und auch für Leute, die überhaupt keine andere Kommunikationsart beherrschen. Nur dass jemand euch nicht zeigen kann, dass sie euch wahrnimmt, heißt nicht, dass sie das nicht tut.